Wir haben uns heute auf ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Milchbauern und zur Lösung der Krise am Markt verständigt. Wir sind uns alle einig, dass wir einerseits zu strukturellen Verbesserungen kommen müssen und andererseits kurzfristig den Landwirten mit Finanzhilfen unter die Arme greifen werden. Zunächst zu den kurzfristigen Hilfen seitens des Bundes. Wird der Bund die Bauern mit einem Paket von 100 Millionen plus X unterstützen. Ich bin in Gesprächen mit der Fraktion, dem Bundesfinanzminister und werde auch Gespräche mit den Ländern führen und Europa, um dann zu klären, wie groß das X aussehen wird. Zu den Strukturreformen. Um es ganz klar zu sagen, in der sozialen Marktwirtschaft ist es natürlich nicht die Aufgabe des Staates, sich die Preise vorzuschreiben. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, Produktionsmengen vorzuschreiben. Aber der Schlüssel zur Lösung der Krise liegt in den Händen der Bauern, der Molkereien und des Einzelhandels. Und er liegt auch bei der Gesetzgebung der Europäischen Union und des Bundes. Sich die Marktbeteiligten aber auch verpflichtet, einen Branchendialog Milch zu initiieren, um frühzeitig Entwicklungen im Markt zu erkennen und zu erörtern. Der Branchendialog hat das Ziel, Vorschläge zu einer kurzfristigen Reduzierung der Milchmenge und zu einer langfristigen Neuordnung der Marktstruktur zu erarbeiten. Im Branchendialog sollen auf der Basis des novellierten Agrarmarktstrukturgesetzes insbesondere auch Abstimmungen zu Marktperspektiven unter Berücksichtigung von Wertschöpfung und Wettbewerb stattfinden.